It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. Saint of the Deep. Farron's undead legion, the Abyss Watchers. So, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Dark Souls 3 Guide werde ich für euch erstellen. Ihr fragt euch warum. Ich meine, dieses Spiel ist ja eigentlich schon total ausgelutscht mit einer Milliarde Videos bei YouTube. Aber ich möchte unbedingt diesen Guide auf meinem Kanal haben. Und es wird vorerst die erste Folge und einzige Folge sein. Da ich diesen Guide eigentlich für einen sehr viel späteren Zeitpunkt geplant hatte. Allerdings habe ich einen YouTube-Kollegen, Namen möchte ich jetzt nicht nennen, wenn er es nicht möchte, kann er kommentieren, wird er wahrscheinlich auch, der jetzt Dark Souls zum ersten Mal spielt und das ist sein allererstes Souls-like-Spiel überhaupt. Und er hat sogar noch Probleme mit der Steuerung und deswegen dachte ich werde ihm mal diesen Guide erstellen und ihm ein bisschen das so erklärt, dass er den ersten Boss auch schafft und nicht gleich die Lust an diesem großartigen Spiel bekommt. So, dann nehmen wir uns mal gleich einen Namen. Ich bin der Punisher. Wie ihr es sicherlich wisst. So, männlich, jung, klasse. So, ich glaube, du hattest den Assassinen gewählt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. Beim Assassinen, wie du sehen kannst, der hat einen Degen. Das ist gerade für Anfänger. Ist das eine sehr,
sehr schwere Waffe und auch das Schild, das ist ein, wie heißt denn das jetzt nochmal? Hab ich jetzt den Namen vergessen? Das ist aber ein Parry-Schild und es ist weniger zum Blocken geeignet als zum Parieren. Keine 100% physische Schadensminderung. Deswegen bekommst du auch fürs Blocken Schaden. Und mein erster Tipp an dich ist, da du ja noch ganz am Anfang bist, nimm dir entweder den Ritter oder vielleicht den Krieger oder auch den Söldner. Die drei Klassen sind eigentlich für den Anfang besser geeignet. Wir nehmen jetzt den Ritter. Da haben wir für den Anfang eine stabile Rüstung, ein stabiles Schild. So, ein Begräbnisgeschenk. Göttlicher Segen nehmen wir uns. Das wird uns heilen. Ich mache das jetzt mal schnell. Körperbau natürlich sehr stämmig. Muskulös. So. Frisur. Eine Glatze. Yep. Dann nehme ich mir noch ein Bart. Ja, passt doch. Gehen da jetzt nicht so genau drauf ein. Das langt uns. Stellung abschließen. Ich werde bei den Guide viel mehr auf Dinge eingehen, die es in anderen Let's Plays nicht gibt. Wie jetzt zum Beispiel Skalierungen der Waffen. Ich werde auf Durchwirkungen eingehen, auf Resistenzen. Es wird kein Platin-Guide und es wird auch kein Profi-Walkthrough, sondern ein reiner Überlebensguide. Wie schließe ich das Spiel gut ab? Oder erfolgreich ab als Neuling? So, mit L1 blocken wir. Hier könnten wir parieren. Also du könntest mit deinem Schild mit L2 parieren. Bedarf aber ein bisschen, soll ich sagen, Geschick. Mit Kreis rennen wir, gedrückt halten. Mit R1 schlagen wir einen einfachen Schlag und mit R2 einen etwas stärkeren Schlag. Ich will immer mit X rennen, weil ich gerade am Neo zocken bin. Muss ich mich jetzt erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Szene eines verlassenen Leichnams. Mit Kreis rollen wir und durch Rollen werden wir den Angriffen ausweichen. Wir haben drei Estus-Flakons, mit denen werden wir uns heilen. Können wir die Schläge blocken? Fürs Blocken, wie ihr sehen könnt, geht Ausdauer weg. Wenn die Ausdauer komplett weg ist, kann man uns einen kritischen Schlag verpassen. Gut, hier ist mit X aufnehmen. Jetzt haben wir Asche-Estus. Wir haben diesen blauen Balken unter der Lebensanzeige. Das ist unsere Mana-Anzeige. Wenn wir zum Beispiel Zauber oder Waffen mit speziellen Fähigkeiten haben, verbraucht das Mana. Und die können wir mit diesem blauen Asche-Estus wieder auffüllen. Ganz nah hinschleichen. Haben wir die Möglichkeit für einen Backstep bei vielen Gegnern. Kommen zwei.
Man tut hier bei Dark Souls weniger blocken. Man versucht den Schlägen durch geschicktes Rollen auszuweichen. So, den hätten wir auch. Können wir uns schön an den Rücken auch begeben und denen einen etwas stärkeren Backstep zu verpassen. Hier habt ihr Nachrichten auf dem Boden, die könnt ihr lesen. Gerade am Anfang sind es so Tutorial-Nachrichten. Linke Taste könnt ihr wechseln, wenn ihr jetzt in dem Slot hier beim Schild noch mehrere Sachen ausgerüstet haben, oder rechts beim Langschwert könntet ihr auch noch mal Waffen ausrüsten. Ringe könnt ihr ausrüsten, die später im Spielverlauf ihr finden werdet. Manche geben mehr Leben, manche geben schnellere Ausdauerregeneration oder mehr Stärke. Da gibt es sehr, sehr viele Ringe. Könnt ihr durch Richtungstaste links die linke Seite wechseln und rechts die rechte Seite. Unten wären jetzt die unteren Slots und oben wären die Zauberslots. Haben wir ja noch keine. So, Leuchtfeuer zum Rasten, füllt unsere Estus-Flakons auf. Später können wir dann auch von einem Leuchtfeuer zum anderen Leuchtfeuer schnell reißen. Die Option gibt es jetzt hier noch nicht und auch noch nicht für dich. Gegner anvisieren mit dem rechten Stick, ganz wichtig. Seht ihr das? Gegner ist markiert. Jetzt ist er anvisiert. Gerade beim Boss habe ich gesehen, dass du, da du ohne Anvisierung spielst, ist es gerade für Neulinge, ist es sehr schwer. Ganz wichtig, mach das mit der Anvisierung. Dadurch ist der Boss nicht immer im Rücken und du siehst nichts. Wie geht jetzt nochmal das mit dem Springen? Ich glaube, Kreis gedrückt halten und dann einmal. Nein! Ich Idiot. Runterspringen, Schlagtaste drücken und du kannst dann eine Sprungattacke auf ihn drauf machen. Gehen jetzt natürlich noch mal hoch und holen uns das Loot. Gleich doppelt blöd. Aber jetzt. Jetzt nicht Kreis drücken. So, wir haben jetzt eine Titanitscheibe bekommen, werde ich dir mal kurz zeigen. Oder euch werde ich das kurz zeigen. Wie ging das nochmal mit dem? Ja gut, normalerweise steht da was, kann man irgendwie was dabei lesen. Weiß jetzt gerade nicht, wie das geht. Auf alle Fälle, kleine Titanitscheiben ist ein Schmiedematerial. Es gibt unterschiedliche Waffen und so wie das Langschwert jetzt. Könnten wir beim Schmied mit dem Schmiedematerial kleine Titanitscheibe, große Titanitscheibe. Später gibt es auch noch Titanitbrocken und für die letzte Stufe, die 10. Stufe, die Titanitscholle. Titanitschollen sind etwas seltener, aber gibt es mehr als genug, um mehrere Waffen auf plus 10 aufzuwerten. Die anderen kannst du später durch die findest Aschen in dem Spiel und durch die Aschen kannst du die später auf alle Fälle unbegrenzt zur Verfügung haben. Gegner hier sind noch nicht schwer. Jetzt haben wir auch noch eine Brandbombe. Die könnten wir hier jetzt auch ausrüsten. Ich habe hier gerne mal wenig drin. Brandbombe sind die Themen, was wir mal reinmachen können. Wenn wir die auswählen und dann mit Viereck können wir die auf unsere Gegner werfen. Gibt später Gegner, die. Die sind da auch empfindlich dagegen. Die sind gegen Feuer empfindlich.
Dann nutzen wir uns auf alle Fälle. Jetzt kommen wir zum Boss. Das ist der Gundyr. Er hat zwei Phasen. Kämpft mit einer Hellebarde. Ich werde mich dazu ein bisschen nackig machen, dass ich unter 30% bin. Unter 30% mache ich eine etwas schnellere Rolle. Nicht viel schneller, aber etwas schneller. Kann ich leichter ausweichen. Ganz natürlich, ihr könnt eure Rüstung anlassen. Bisschen weniger Damage zu erhalten bei dem Boss. In der zweiten Phase wird er mutieren. Da immer schön rechts oder hinter ihm versuchen zu bleiben. Mit dem Schild könnt ihr ein paar Schläge blocken, aber vergesst nicht, auf eure Ausdaueranzeige zu achten. Ich würde schon empfehlen, mehr auszuweichen. Ihr könnt den Boss mit dem Parry-Schild auch sehr gut parieren. Bis zur mutierten Phase, da geht es nicht mehr. Versucht den Boss abzuchecken, wie er so angreift. Visiert ihn an. Gerade bei dir. Für dich, für den ich das Guide jetzt gerade erstelle, ist, habe ich gesehen, du spielst ohne Anvisierung. Du versuchst so auszuweichen und den dann wieder anzuvisieren und zu schlagen. Und du siehst nicht, du weißt nicht, was passiert. Deswegen visier ihn an. Da kannst du ihn viel leichter durch Drücken der Kreistaste ausweichen. Du musst ein bisschen auf das Timing achten. Gleich am Anfang ein paar Schläge verpassen. Jetzt anvisieren. Sei nicht so gierig. Oder seid nicht so gierig. Erst ausweichen, wenn er schlägt. Nicht zu früh. Versucht auf das Timing zu achten. Rollen. Das macht er mal zweimal. Danach kommt auch oft noch ein Angriff. Lernt einfach sein Muster. So, ich bin genau in dem Moment gerollt, wo er mich getroffen hätte oder kurz bevor er mich getroffen hat. Da bin ich zu früh gerollt, habt ihr es gesehen? Schon hat er mich getroffen. Nehmen wir mal kurz eine Estus. Eigentlich kein schwerer Bass. Nicht zu früh rollen. Jetzt mutiert er. Schön rechts. Ich habe jetzt meine Waffe zweihändig. Jetzt nehme ich sie wieder einhändig. Springt er. Kurz bevor er mich trifft, rolle ich zur Seite. Das habe ich mit dem Schild abgewehrt. Ausdauer war weg. Nicht zu gierig sein. Mit diesem Faustangriff könnt ihr einfach durch Rollen nach rechts. Fast allen könnt ihr durch Rollen nach rechts ausweichen. Schade, der Boss kann nicht. Just try. Das Tutorial-Boss. Der ist eigentlich überhaupt nicht der Rede wert. Wir haben jetzt das gewundene Schwert bekommen. Hier können wir mal schnell rasten. So, fürs Besiegen von dem Boss haben wir 3300 Seelen bekommen. Vielleicht waren es auch nur 3000, ich weiß jetzt nicht. Die können wir jetzt dann gleich am Feuerbandschrein verwenden, um aufzuleveln oder Gegenstände bei der Schreinmeile zu kaufen. Aber bevor wir das machen, laufe ich nochmal zurück. Dir würde ich empfehlen, geh gleich zum Feuerbandschrein. Oder euch. Verwendet die. Damit ihr die nicht, wenn ihr aus Versehen sterbt, verliert. Wenn ihr gestorben seid, habt ihr die Möglichkeit, sie nochmal zurückzuholen. Genau einmal. Wenn ihr, bevor ihr sie zurückholt, nochmal sterbt, werden sie endgültig weg sein. Rasten wir hier, dann müssen wir einen kürzeren Weg haben, falls wir sterben. Man kann diesen Gegner, den wir jetzt aufsuchen, auch vor dem Boss besiegen. Wäre vielleicht ratsam, da man da eh schon vorbeikommt. Ich wollte es jetzt danach machen.
Gibt auch noch mal fürs Besiegen der Gegner noch mal schön ein paar Seelen. Geschicktes Ausweichen. Zwar gibt es hier Kristallechsen. Am Anfang sind die wie ein Mini-Boss, sind feueranfällig, wenn ihr eine Feuerwaffe habt oder sie mit Feuer durchwirken könnt oder mit Feuerpapier oder Harz. Da rollt sie schon, da gehen wir mal auf die Seite. Wieder zu spät ausgewichen. Habt ihr gesehen? Weite Reichweite. Dann macht sie Eis, Kristall. Nicht zu gierig sein. Genau im letzten Moment ausgewichen, dadurch hat sie mich nicht erwischt. Dadurch will ich sie mal bringen. Viel fehlt nicht mehr. Die Gegner hier in dem Spiel haben immer ein bestimmtes Muster. Es gibt Angriffe, die könnt ihr leichter ausweichen, und es gibt Angriffe, die könnt ihr schwerer ausweichen. Ihr könnt sie aber versuchen dazu zu bringen, immer das zu machen, was ihr wollt. Ich wollte sie immer zu dieser Rollangriff-Attacke machen, denn danach habe ich meistens Zeit für zwei, drei Schläge. Ich habe jetzt eine Titanitschuppe bekommen. Das ist wie die kleine Titanitscherbe, auch ein Schmiedematerial, aber für eine andere Art von Waffen. Titanitschuppen sind immer für Waffen, die wir aus Bossseelen herstellen. Also wir können durch Besiegen der Bosse können wir entweder die Seelen schlucken und uns aufleveln oder dadurch Waffen erstellen, die ich euch später wahrscheinlich im nächsten oder übernächsten Guide zeigen werde, aufwerten. Bosswaffen gehen nur auf maximal plus 5, nicht wie die normalen Waffen auf plus 10, sind aber gleich plus 10er Waffen. Das war zu früh. So, jetzt sind wir wieder in dem Raum, wo wir den Boss besiegt haben. Gundyr, geht es jetzt auch schon weiter mit unserem gewundenen Schwert, was wir durch Besiegen des Bosses bekommen haben.
Gerade das Bruchschwert, das können wir eigentlich nicht gebrauchen. Macht nicht viel Damage. Kann nicht viel. So. Waffe zweihändig. L2 drücken und dann R1. Da könnt ihr Gegnern das Schild weghauen. Durch diesen Angriff. Also L2 gedrückt halten und dann R1. Heimatknochen, das ist ein Gegenstand. Sagen wir, du bist jetzt oder ihr seid jetzt ziemlich weit im Spiel. Ihr habt keine Heilung mehr. Ihr kommt nicht mehr zurück zum Feuer. Ihr wollt aber eure Seelen nicht verlieren. Da könnt ihr diesen Heimatknochen einsetzen, um entweder das letzte Feuer oder euch direkt zum Feuerbandschrein zu teleportieren. Einer schießt auch schon mit einer Armbrust auf uns. So, hier geht's zum Feuerbandschrein. Da werden wir jetzt gleich das gewundene Schwert einsetzen. Hier können wir rasten. Durchs Rasten füllt sich ja wie immer alles auf. Jetzt können wir untote Knochensplitter verbrennen. Die Items werden wir im Spielverlauf finden, ne? Sind sehr wertvoll, denn wir haben später eine größere Lebensanzeige und ein Schluck der Estus wird diese nicht mehr füllen können oder auch nicht mehr annähernd füllen können. Durchs Verbrennen von untoten Knochensplittern werden wir immer größere Schlücke zu uns nehmen können. Später werden wir Zauber finden, die können wir hier einstimmen und reißen. Das wären jetzt die Gebiete, die wir schon abgeschlossen haben. Feuerbandschrein ist unser Hauptrückzugsort und da geht es dann weiter an der hohen Mauer von Lothric. Aber es geht noch nicht jetzt weiter. Das ist die Schreinmaid. Wir haben jetzt 7700 Seelen. Die Schreinmaid, was laber ich? Das ist die Feuerhüterin. Können mit ihr sprechen, wir können verlassen und wir können aufsteigen. Aufsteigen ist ganz wichtig. So, wir haben jetzt hier mehrere Attribute, Vitalität. Wenn wir das machen, haben wir mehr Leben. Zauberei würde ich am Anfang noch nicht empfehlen, außer man spielt einen Zauberer. Man bekommt mehr Zauberslots und bekommt mehr Mana. Kondition. Durchs Blocken, also es ist unsere Ausdauer sozusagen, verlieren wir Ausdauer. Durchs Rollen, durch Schlagen verlieren wir Ausdauer. Und umso mehr Ausdauer, also Kondition wir haben, umso besser. Können wir mehr blocken, mehr rollen, mehr schlagen. Belastbarkeit, wenn wir umso schwerer unsere Waffen, Rüstungen werden. Irgendwann können wir damit nicht mehr uns bewegen oder nicht mehr so schnell bewegen, dann können wir die Belastbarkeit einsetzen, um unsere Rüstungen, die schwerer sind, tragen zu können und uns trotzdem bewegen zu können. Außerdem, wie ihr sehen könnt, erhöht sich unsere Verteidigung, die tut unsere Resistenzen erhöhen, die Belastbarkeit. Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz, Glaube und Glück. Das sind alles Attribute, mit denen unsere Waffen skalieren. Werde ich jetzt mal kurz zeigen. Dem Beispiel haben wir jetzt nur das Langschwert. Ging das nochmal? Ah, genau, so. Genau. Ich habe das ja immer weg, damit ich während den Kämpfen trotzdem was sehen kann, wenn ich etwas wechsle. Ihr habt das ja grundsätzlich schon drin. Durch den rechten Touchpad könnt ihr es wegmachen. Wieder hermachen. So, wie ihr sehen könnt, Attributsbonus. Stärke unten steht D bei Stärke und D, ich glaube, D ist Geschicklichkeit. War das alles? Ja.
brauchen, um die Waffe zu führen, mindestens 10 in Stärke und mindestens 10 in Geschicklichkeit. Das wäre jetzt eine Quality-Waffe, weil die sowohl mit Stärke als auch mit Geschicklichkeit gleich skaliert. Das heißt, wir könnten jetzt, um mehr Damage zu machen, in Stärke und Geschicklichkeit hochleveln. Am besten gleichermaßen, da es eine Quality-Waffe ist. Und würden dann durch die höheren Stärke- und Geschicklichkeit-Wert mehr Damage machen. Durchs Hochleveln der Waffe kann sich dieser Attributsbonus auch noch verbessern, kann zu ein C, D, A oder im besten Fall ein S werden. Also sprich von A bis, glaub, D oder noch schlechter, wird es immer niedriger. A ist das Beste, D ist schlechter und S ist das Beste überhaupt. Da wir jetzt noch gar nicht wissen, welche Waffe wir genau spielen wollen, werden wir das einzigste Sinnvolle machen. Auch Skalierung macht jetzt noch nicht so viel Sinn. Wir werden Leben und Ausdauer, also Kondition. Die beiden Attribute werden jetzt für den Anfang die wichtigsten Attribute sein. Und erst später, wenn Skalierung Sinn macht, werden wir auf Stärke und Geschicklichkeit gehen. Ich hau jetzt alles in Leben rein. Durch Farmen der Gegner könnt ihr auch mehr Seelen bekommen. Und die wiederum hier ausgeben und euch hochzuleveln. Das ist die Schreinmaid, unsere Händlerin. So, Gegenstand kaufen. Ja, ihr könnt hier jetzt am Anfang ein paar Waffen euch kaufen. Überall, wo ein X ist, die können wir noch nicht effektiv nutzen, da wir noch nicht die benötigten Voraussetzungen erfüllen. Hier benötigt das Attribut Stärke. Um die Waffe zu nutzen, bräuchten wir jetzt eine Stärke von 16. Das heißt, wenn ihr eine Waffe findet, die euch gefällt, dann für den Anfang macht ihr so weit, dass ihr sie nutzen könnt. Haut erstmal in Leben und Ausdauer ein bisschen was rein. Und dann später könnt ihr euch da auch auf Stärke fixieren. Wir holen uns jetzt mal einen Dolch. Könnt euch hier Feuerbomben kaufen, lila Muskelklumpen, verringert Giftansammlung, halt Vergiftungen. Glut ist auch ein sehr, sehr wichtiger Gegenstand. Erhält Stärke der Flamme, steigert bis TP bis zum Tod. Wenn ihr sterbt, verliert ihr ungefähr 30% eures Lebens und durch Einsetzen der Glut erlangt ihr diese 30% zurück. Das ist der Schmied, bei dem wir unsere Waffen aufwerten können mit dem Schmiedematerial. So, ihr könnt Waffen durchwirken. Materialien haben wir noch nicht. Jetzt am Anfang geht nur gealtert, krude oder feurig. Feurige Waffe. Krude wäre jetzt eine Waffe, die für den Anfang gut ist, wenn wir noch nicht so viel Wert auf oder noch nicht so viel Damage durch Skalierungen machen, weil es verliert dann jegliche Skalierung, macht aber mehr Grunddamage. Und gealtert? Gealtert ist, glaube ich, Quality gewesen. Unsere Waffe ist ja eh schon Quality. Schwer wäre dann auf Stärke. Haben wir noch nicht. Und scharf wäre, glaube ich, auf Geschicklichkeit. Werden wir noch genauer drauf eingehen, auf alle Fälle. Wir werden jetzt unsere Waffe nicht aufwerten. Den restlichen Feuerbandschrein schauen wir uns auch später an. Aber eine wichtige Sache können wir hier noch machen. Dazu müssen wir hier hoch. Immer wenn ihr einen Invader habt, könnt ihr euch hier an dem Baum Riesenbaumsamen holen. Werde ich euch dann auch noch erklären, wenn es soweit ist. Jetzt macht ihr euch mal nackig, damit ihr leicht seid. Und versuchen wir hier über dem
Baum ist ein bisschen schwierig, da hoch zu gelangen. Manchmal brauche ich da lange, manchmal geht es schneller. Mensch, was soll denn der Mist? Kommst du jetzt da hoch? Wenn das noch länger dauert, muss ich das rausschneiden. Jetzt haben wir es geschafft. Also hochrennen, mit Kreis schnell rennen und dann, wenn ihr abspringt, nochmal Kreis drücken. Ein Heimatknochen. Gegner gibt es hier keine. Hier können wir rein. So, die werde ich euch später mal erklären. Estusscherbe gab's. Die können wir beim Schmied abgeben, werde ich euch zeigen. Und dafür gibt es mehrere im Spielverlauf. Bekommen wir mehr Heiltränke. Können wir eigentlich uns wieder eine Waffe ausrüsten. Ne? Den Dolch nehmen wir auch mal mit. Illusionsbände gibt es im kompletten Spielverlauf. Einige. Wenn wir auf die hauen, verschwindet die Illusionswand. Wir kommen in einen neuen Bereich und hier bekommen wir unseren ersten Ring. Das ist der silberne Schlangenring. Wollt ihr Platin haben, müsst ihr alle Ringe finden. Gefallene Gegner bringen mehr Seelen. Den rüsten wir jetzt gleich mal aus. Und wenn wir durch das Besiegen der Gegner bekommen wir Seelen. Jetzt haben wir mehr Seelen. Den restlichen Feuerbandschrein werde ich euch in der nächsten Folge zeigen. Wir werden jetzt hier nur noch beim Schmied unsere Estus-Scherben aufwerten. Estus-Flakon verstärken. Wir haben eine Estus-Scherbe bekommen, die geben wir ihm. Und zuwenden. Wir haben jetzt diese blaue Asche-Estus, die brauchen wir ja nicht, weil wir nicht mit Zauber erstmal arbeiten werden. Jetzt holen wir uns einen fünften Heiltrank. Wir sehen uns Estus-Flakons 3. Die Anzahl wird sich jetzt auffüllen durchs Rasten an den Leuchtfeuer. Im nächsten Gebiet können wir dann weitermachen. Das ist die hohe Mauer von Lothric. Das wird im nächsten Part sein, der wahrscheinlich sehr lange auf sich warten wird, denn dieser Guide wird erstmal nicht stattfinden. Die Folge war jetzt hauptsächlich für diesen YouTube-Kollegen. Ich hoffe, es wird dir helfen. Sollte ich sehen in deinen Let's Plays, dass du weiterhin Probleme hast, werde ich den nächsten Guide rausbringen, um dir ein bisschen zu erklären. Aber für meine Priorität liegt jetzt erst einmal bei Nioh 2 und bei Resident Evil 3 Remake, was rauskommen wird. Deswegen bleibt es jetzt erstmal bei dieser ersten Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es wird dir weiterhelfen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Däumchen dafür da und schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein. Wenn es heißt Dark Souls 3. Tschüss.